Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. So. Also. Sag ich mein schönes Intro, hast du mir versaut? Ich bin Intro. Willkommen bei Game Circus. Wie immer. Vom Spinnenmann. Mit gesprochen von Jeanette Biedermann. Spiedermann. Ja. Neues Spiel starten. Peter Parker und der Spiedermann. Ich kenne keinen einzigen Teil von Spider-Man. Ich habe es noch nie gesehen. Freundschaftlich, erstaunlich, spektakulär. Schwierigkeitsgrad. Ich bin für spektakulär. Diese Einstellung ist für Spieler, die herausfordernde Kämpfe machen. Mach erstaunlich, sonst Gegner ist es ätzend anzusehen vielleicht. Diese Einstellung ist für Spieler, die gar nichts können. Diese Einstellung ist für die Story ohne Kämpfe gießen. Nee, das machen wir nicht. Ich so, das wäre gut für dich. Dann könnten haben wir nämlich ein bisschen Fortschritt jede Folge. Fortfahren, Barrierefreiheit, oben, unten, Audio-Modus. Ja. Ja, natürlich Heimkino. Und wollen wir Untertitel? Ja, machen wir mal, ne? Einfach, wenn wir immer drüber quatschen. Ja, weil du bist schon halt mal in Englisch, das haben wir im Examen gesehen, weißt du? Ja, die reden noch nicht auf Englisch, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was ich sagen wollte, ich habe eben wieder so schönes Mikrofon gerülpst. Und deshalb, das ist doch eigentlich die offizielle Begrüßung. Ohne. Geile Sabberblase. Boah, gell? Das ist, vor allem, wenn du Cola getrunken hast, durch das Zuckerhaltige, dann wird die Blase, die man mit der Speicheldrüse gemeinsam produzieren kann, oder Co. Hat man eigentlich nur eine, man hat doch mehrere Speicheldrüsen. Die in Co-Existenz treten lassen. Dann wird die so ganz, ja, man kann man sie relativ gut, relativ groß blasen, wollte ich sagen. Oh, ja. Guck mal da. Das ist doch Mary. Mary! Und der Onkel Ben? Ich frage mich, wie es denn geht. Onkel Ben. Onkel Benz, oder? was wohl sein Reis macht. Oh, hier, guck mal. Cool. Das hat er kurz entwickelt. Haben wir schnell gebaut. Der Onkel Benz. Hat er so Zahnstocher da rumliegen? Sekrete. Das ganze Bild. Vacation, nur Laptop. Guck mal, da, der neue Laptop. Energiebar. Genau, weil ein Held muss auf einen neuen Laptop sparen, so ein verkackter Scheiß. Der ist doch der Held der Menschen, der hat kein Geld. Ah, so wie Deutschland der Sieger der Herzen war. Anstatt, dass er die Verbrecher ausraubt. Der Deadpool. Fisk. Crusader or Criminal? Rhino's Rampage, Roadblocked. Vulture. Das heißt Vulture. Ja, hast recht. Stimmt ja nicht, das heißt Vulture. Was? Das heißt Vulture. Nein, Vulture. Nein, das heißt Vulture. Dein Crooked Match. Alle Einheiten Stufe 4 Mobilisierung. Einsatz aus. Natürlich. Du hast da den Ton an. Fisk. Oh. Verdammt nochmal. Was ist denn los? Schnell, mach dir das Frühstück. Toast das an. Vor allem der kam im Spider-Man Homecoming vor, der Vulture. Kenn ich nicht. Boah, hier, hast du gesehen, wie cool. Boah, ey, was für ein cooler Typ. Jump around. Und jetzt geht er auf die SM-Party. Endlich. Los! Ich bin Gummiman. Weil du mich immer voll laberst mit irgendeinem Scheiß von der Niemand Seite. Labert dich voll, außer ich. Urgent Final Notice. Cause I'm urgent. Ich will jetzt ausspielen. Guck, es ist Deutsch. Ja, ist doch gut. Sag jetzt, Spider-Man spielt in Deutschland. Er hat sein in einer größten Städte, nämlich in Frankfurt. Willkommen bei Spider-Man Frankfurt. Ja. HD Remake. Und jetzt geht's erstmal ins Nuttenviertel. Zu Schwester Eva. Boah, es geht einfach. Ey, was für ein Start, oder? Was ist passiert jetzt, wenn es nichts macht? Ja, dann wirst du irgendwann auf dem Boden knallen. Das war ja klar. Ja, oder die Zeit hält an. Ja. Das ist auch gut. Ja, ich will aber. Ja, okay, gut. Wow! 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 Vorbei. Drücke X, um zu springen. Drücke X, um zu springen. Drücke R, um zu schwingen. Springen, X. Schwingen. Springen. Schwingen. Er kann in der Luft nochmal springen. Also er nutzt die Luft als Sprung. Als Sprungbrett. So wie die Al-Qaida als Trittbrett. Stell dir vor, die Al-Qaida könnte auch sowas machen. Könnte auch so rumspringen. Ja, die Al-Qaida hätte lauter Spider-Mans in der Armee. Spider-Man. Also ich finde die Steuerung... ich finde, das habe ich schon gut. Oh, hier, guck mal. Ich bin eine Spinne. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Juri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auf zum Times Square. Times Square? Das ist doch in der 64. oder? Alles klar, bin weißt schon fast wenn da. Er so an dem Ding hochklettert, mal kletter mal. Ah, verdammt. Boah, ja klar, er übertreibt es halt voll. Guck mal, wenn er jetzt da so klettert, der sieht er doch aus, kennt ihr noch aus, Fuck. Ah!
kennt ihr noch aus Resident Evil 2, der Licker, der oben so nach unten sabbert, der läuft auch so. Oh, guck mal, wir können da reingucken. Ein Büro. Wir können nur spannen. Boah, lass spannen. Ich finde schön, dass... Guck dir mal wieder die Einrichtung an. Von dem. Und von dem. Und von dem. Und von dem. Oh, da ist... Oh, was Neues. Er hat auch einen iMac Pro. Okay. Los geht's. Los geht's. Ich habe keine Ahnung, was Zimmer? Oh, shit, ich habe vergessen... Da, gelbes Zeichen. Ah! Nee, ich habe vergessen, den Timer zu drücken. Kannst du da vorne gucken? Ja, das kriegen wir schon hin. Wow, 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 hey. Alter, nur Fliegen ist schöner. Und zwar auf die Fresse. Achtung. Was? Was? Nein, oder? Wir sind nicht gestorben. Spider-Man. Okay, sorry. Ich muss mich erst in diesem Marvel-Universum zurechtfinden, denn ich muss sagen, ich habe nie irgendwas davon gesehen oder geschaut oder gespielt oder... Sonstiges. Es tut fast weh. Mir zuzugucken, wie ich spiele, ich weiß ja. Jetzt. Boah, können wir da. Das ist GTA, oder? GTA 6! Aber geh mal zu Leuten hin. Okay, und was sagen die da? Du kannst die anlabern, glaube ich. Find cool, wenn sie. Um zu springen, ja. Ah, okay. Es gibt irgendwie so, kannst du mit den Leuten interagieren? Nee, das ist, weil. Das ist bei Red Dead 2 der Fall. Hallo, ich bin der coole Spider-Man. Wer möchte mit mir schlafen? Du. Ja, ich bin es. Schnell ein Selfie. Ups, tut mir leid. Oh, jetzt rennen wir durch Leute. Oh Gott, ist ja furchtbar anzugucken. Was denn? Ich bin es! Feiert mich! Haha, gib mir deine Handtasche, Alte! Toll, ich kann nichts klauen. Ist doch kein Deadpool. Okay, jetzt gar nicht. Haut ab! Stell dir vor, Spider-Man müsste im Müll wühlen, um sich seinen neuen Laptop zu kaufen. Kann ich noch so machen? Also, was, kann ich schießen? Oh! Also, ich probiere jetzt mal ein bisschen die Steuerung aus. Hier, da kriegt man Augenkrebs, wenn man dir zuguckt. Warum? Ich finde es nicht schön, wenn du sowas sagst. So. Boah, Bullet Time. Da haben sie nichts, kein Klischee trocken gelassen. Guck mal, was kann ich jetzt da machen? Du musst halt einfach wahrscheinlich zu dem gelben Punkt. Vorher wirst du keine anderen Fähigkeiten freischalten. Ah, guck hier, wie bei The Witcher. Die alte Hexe. Ja, du hast schon noch diesen ganz normalen Anzug, ne? Der wird sich auch noch verändern im Spiel. Danke für den Spoiler, du Fotze. Ja, was ist daran ein Spoiler, wenn auf dem Titelbild ein anderer Anzug drauf ist? Das habe ich nicht mal gesehen. Danke für den Spoiler. Ja, dann habe ich es nur dir gespoilert. Ekelhaft. Das macht mir ja, genau, nur mir und den 20.000 Zuschauern. Genau, die haben alles Titelbild nicht gesehen. Nee, weil ich ein anderes Titelbild hin mache nachher. Ja, und zwar davon weiß ich nicht, wie ich so auf irgendeinem Tisch bei dir hocke mit einer Spider-Man-Hose. Wäre eine gute Idee. Oh Gott, Alter, ich komme mit dieser Steuerung. Und wenn ich schon nicht damit zurechtkomme. Oh, ein Netzschwung, Achtung. Ein Netzschwung. Ich habe einen Netzschwung gemacht, aber was war das? Check ich nicht ganz. Oh Gott. Vielleicht sollten wir jeder noch eine Runde spielen und danach einfach das Spiel nochmal neu starten. Damit nee. Das ist natürlich ja furchtbar. Dann ist ja der Witz verloren. Wenn das jetzt die Fans gehört haben, Sascha. Wenn das jetzt die Fans gehört haben. Weißt du, was sie dann sagen? Boah, was? Wir brauchen dich hier nicht? Wer hat das gesagt? Du? Was willst du? Mein Fehler. Mit der Hure. Ja? Wer braucht hier wenig? So, wo ist das Maschinengewehr? Hasch. Oh nee, weißt du, was geil ist? Warte. Suchen wir jetzt mal eine schöne Frau. Die hier zum Beispiel. Hey, Baby, wenn ich dich sehe, dann... Spinnenkrise, ich muss doch... Guck mal her, passiert das auch öfters mal? Eine Spinnenkrise? Nee, die Spinnenkrise. Wenn du abends vorm Fernseher sitzt und den einen schönen Film anschaust... Es tut mir leid, dass ich nicht gesagt habe, ich will zuerst spielen. Wieso, das ist doch schön. So, wo muss man hin? Ah, dahinter. Du wirst gleich sehen, wenn du das Spiel selber spielst, dass die Steuerung halt nicht so einfach ist. Hey, vor allem, ich check nicht das und dann das. Und jetzt? Und dann loslassen und wieder R2. Ja. Wow. Ja, aber das ist nicht so einfach, wie man denkt. Wenn man immer R2 drücken muss. Ja.
Das muss ich erstmal machen. Du musst erst mal. Oh, Junge. Ich hab's nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, tut mir leid. Wie bisschen. Immer. Also, ich habe mittlerweile dazugelernt. Verlass die Mission. Ich muss aber auch sagen, dazu fällt mir gerade ein Quote ein, als ich damals im Zivildienst war. Da hatte ich so eine ekelhafte Alte. Ich hoffe, sie hört gerade zu. Ich weiß nicht mehr, Stessel oder sowas hieß sie, oder? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, da habe ich auch irgendwas nicht gewusst. Und ich hätte es, klar, wenn ich gelesen hätte oder sowas, hätte ich. Aber ich wusste auch nicht, wo ich es hätte nachlesen sollen. Jedenfalls zeigt es mir dann irgendwo, dass es da halt steht. Dann hat sie gemeint: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich hab mir gedacht: Oh nee, ey. Fahr mal zur Hölle. Fahr mal zur Hölle. Scheiße. Guck mal, wie gut ich jetzt bin. Ha? Mhm. Yes. Ich frage mich, wohin der seine Fäden da spinnt, weil, guck mal. Ja, die hängen doch immer an Häusern. Oh, jetzt. Hallo? Parker? Das Flatiron Building. Ein bisschen Geschichte. Geografie. Ja, tut mir leid. Ja, ich war gerade beschäftigt. Persönliches Problem. Ich komme sofort. Versprochen. Jetzt hast du so lange gebraucht? Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Du Scherzgott. Wow. Jumping in New York City. New York City. Born and raised in New York City. Oh, cool. Ein Pool. Ist cool, wie die Crimes so lange auf dich warten. Ja, die warten auf jeden Fall. Ah, so, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen baden. Bevor wir die Verbrecher baden schicken, oder? Warum haben alle einen Anzug an? Immer? Ah ja, jetzt hier auch nicht auf. Ich weiß nicht, aber ist eine gute Frage, warum alle da. Stimmt, sie haben wirklich alle einen Anzug an in New York City. Weil es ist New York City, Mann. In New York City müssen die Leute Anzüge tragen. Ganz klar. So. Guck mal, nur noch 400 Meter. Dann sind wir schon da. Es hat ja nur ungefähr eine Folge gedauert. Hier scheint die Kavallerie angefordert zu haben. Ja, man muss halt ein bisschen. Oh, ich wollte dich erinnern, du hast während der Tram, du wolltest ja irgendeine Geschichte erzählen. Jetzt geh ich gleich nach der Action. Guck, die haben Maschinengewehr. Ich habe ein dummes Spinnennetz. Wie behindert ist das? Wir brauchen mehr Deutsche. Wir brauchen mehr Deutsche. Das waren schon immer die Guten. Zeit für den Rambo. Oh, jetzt. Harter Typ. Ich habe den Bart des Jahrhunderts. Der hat sich für 26 Franken den Bart machen lassen. Ja, wahrscheinlich. Und er sagt jetzt einfach so: Wow. Boom, Bitch! Ich finde cool, dass Spider-Man nur zuguckt, wie die Situation eskaliert. Boah, jetzt. Oh, jetzt gucke ich mal noch vom Dach oben. Jetzt gucke ich mal, was da passiert. Mache ich jetzt irgendwas oder nicht? Oh, jetzt. Ich warte bis zum letzten Moment. Ich fände schön, wenn er jetzt sagt: Hier ist deine Beförderung, Schlampe. Holt ihr euch. Morgen, Jungs. Lust auf eine Portion Schmerzen zum Frühstück? Netzschlag. Was? Dein Spinnensinn blitzt um deinen Kopf, um dich vor eingehenden Angriffen zu warnen. Spinnenblitz. Vorsicht, ich habe heute Lust. Spinnenblitz. Ihr kriegt mich nicht, ihr Idioten. Ich halte euch zum Narren. Au. Okay, warte mal, was zur Hölle? Also für mich, der eigentlich ein Fan davon ist und eben das Gefährliche ist. Ich weiß. Oh, guck mal, wir können vielleicht so Sachen aufheben hier. Ja, du kannst die schmeißen auf die Leute. Du musst die mit dem Netz aufheben. Ja, genau. Boom, Bitch. Kommt. Wir spielen Fangis. Du merkst schon, dass 30% deiner Lebensenergie schon. Hä, was für Lebensenergie? Oben in der Ecke. Ha. Ja, weil irgendjemand schon ein scheiß Maschinengewehr da rumschießt. Wo ist der Mongo? Das sieht nicht gut aus. Oh. Wirklich nicht gut aus. Oh nein, es ist Machine Gun Kelly. Jetzt holt er, um auf die einzuspinnen. Wow, das ist eine Menge. Ey, ich spinne dich ein. Alter, wie viel? Alter. Was? Alter, das sind zu viele verdammte fucking Aktionen, die man machen kann, Mann. Drücke X und R und dann drücke R und X und dann drücke X und Z und Y und A und dann mal dein After an. Gott, du bist total überfordert. Alter, es gibt zu viele Optionen. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Bin gleich da.
Ich freue mich schon auf Willis. Ah, ich sterbe gleich. Aber er kommt noch. Danke. Ah! Ah, verdammt. Ja, genau, jetzt bin ich tot. Von was? Ich bin schon nicht tot, aber du hast schon mal viel Energie. Da schießen Leute. Gott, du Breakdance hier noch rum. Du bist der Eddie aus Tekken. Oder wo auch immer der mitgespielt hat. Hey, stimmt, das hat ein bisschen was von Tekken. Du hast vollkommen recht. Von dem Eddie so, aus Tekken, jetzt? Von dem Breakdance. Wohin müssen wir? Da ist immer noch einer. Ich spinne dir in die Fresse. Wow! Okay, Yuri? Der Japaner. Yuri Sanders! Jetzt geht's ab. Yuri! There is another bit! Come on! Come on! Das hat auch was von Tekken, oder? Hadouken! Ich wusste, das Fist nicht einfach abdanken würde. Wuhu! So, ich würde sagen. Nächstes Mal bei Spinnenzirkus. Ja. Guck mal, wie es einfach auch super passt, finde ich. Hier, Spider-Man. Und Spinnenzirkus. Eben, weil im Zirkus gibt es ja auch Flöhe. Flohzirkus zum Beispiel. Ich hab's richtig und, genossen. Was denn? Deine Spielweise. Achso, ja, danke. Ja, wir werden in der nächsten Folge sehen, wie gut du spielst. Ja, das werden wir sehen.